Herzlich willkommen. Im heutigen Video soll es mal um dieses Schmuckstück gehen, was ich heute für 100 Euro abgeholt habe. Ursprünglich sollte dieser PC mit dem Bildschirm 120 Euro kosten. Ich blende euch hier gerade mal ein Bild von der Anzeige ein. So sah das Ganze aus. Dann auch von dem Chatverlauf. Es war nämlich auch echt. Das hat alles soweit gepasst. Habe ich noch den üblichen 20er runtergesemmelt. Das geht eigentlich so gut wie immer. Und dann habe ich den abgeholt. Hin und zurück waren das 80 Kilometer. Bei einem Spritverbrauch von 7,6 Liter sind das beim aktuellen Spritpreis von 1,80 Euro nochmal 11 Euro, die da oben drauf kommen. Und das ist eigentlich echt okay für die Hardware, die hier drin ist. Wir haben hier nämlich laut Anzeige, ich habe es mir noch nicht angeguckt, ein i5 6600, 16 GB DDR4, ein MSI Z170A G43 Plus und eine GTX 960 mit 4 GB. Das passt auch soweit. 4G D5T. Auf jeden Fall steht das für 4 GB GDDR5. Was das T zu bedeuten hat, kann ich nicht sagen. Und ein Thermaltake Hamburg, 530 Watt. Davon hatte ich schon relativ viele. Die sind alle eigentlich relativ vernünftig. Solange man damit jetzt nicht irgendwie eine 1080 Ti oder sowas betreibt. SSD sollte eigentlich eine 250 GB drin sein, die wurde aber ausgebaut, das war dann auch der Grund runter zu handeln. Und wo ich da angekommen bin, meinte der Verkäufer, dass ihn jetzt schon richtig viele Leute angeschrieben haben und dass das wohl ein ganz guter Preis ist. Da habe ich gesagt, jo, das stimmt. War wirklich ein netter Verkäufer, war eine schöne Gegend. Wenn du das siehst, sympathischer Kerl, Grüße gehen nochmal raus an dich. Und wir haben hier noch ein Bildschirm mit dabei bekommen. Das ist ein Samsung 23 Zoll Full HD Bildschirm mit 60 Hertz. Was hat denn der für Anschlüsse? Wir haben hier ein DVI-Kabel dabei. Damit macht man eigentlich nichts verkehrt. Stromkabel für Bildschirm und PC. Viel mehr ist das hier eigentlich auch nicht. Und wenn wir den Bildschirm mal umdrehen, sehen wir, der hat eine WESA-Halterung. Das ist auch ganz schön. Und an Ausgängen hat der gute Kollege DVI und VGA. Hier nochmal Strom. Also nichts Besonderes. Wenn man jetzt noch so einen Unterklasse-PC hat, untere Mittelklasse, sowas hier, dann reicht das noch. Für die günstigen PCs geht es auf jeden Fall noch, die dann so eine 2 GB Grafikkarte haben oder Office-PCs. Ist dann noch okay, aber dass der dabei war, finde ich ganz gut. Und das Gehäuse hier kann man auch noch benutzen. Da wird der PC nicht drin bleiben. Da werde ich heute höchstwahrscheinlich einen anderen Gaming-PC einbauen. Da haben wir hier nämlich noch so ein kleines Sichtfenster. Shakun-Gehäuse, typisch ist das hier relativ gerockt. Wir haben hier einen Kratzer drin. Hier sind ein paar Dellen drin, weil das wirklich hier dünnstes Blech ist. Und hier oben drauf auch noch die üblichen Stellen, ne? Hier vorne sieht es tatsächlich gut aus, weil normalerweise sind die hier vorne immer so in der Mitte durchgebogen, weil hier ist eine Niete bzw. ein Loch dafür. Das ist die Schwachstelle, dann biegt sich das immer durch. Aber das kann man relativ einfach wieder zurückbiegen. Man hat hier halt so ein paar Stellen drauf, aber ich finde zum Wegwerfen ist es zu schade, daher geht das Gehäuse noch. Hier wird irgendwas i5, zweite, dritte Gen reinkommen, 2 GB Grafikkarte, 120er SSD, 500er HDD, noch ein RGB-Streifen oben rein. Und dann hat sich das. Aber die Komponenten sind eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, wir testen den PC doch jetzt mal. So, der PC macht zumindest schon mal ein Bild. Ganz vernünftig. Hier hinten der Lüfter hat gerade aufgehört zu drehen, als ich den hier vorne einmal angehalten habe. Weil der hat einen Lagerschaden. Obwohl, jetzt hört man auch nichts mehr. Aber gerade hat er gerattert. Der hier hinten hat sich auch noch gedreht. Wir haben hier 16 GB RAM. Ist falsch installiert, aber ist trotzdem da. 2133 MHz. Ich vermute, viel mehr können die auch nicht. Höchstens 2400 oder 2666. Aber auf keinen Fall 3000 oder mehr. Das mit dem i5 6600 passt soweit. Wie man hier oben erkennen kann, da ist er. Darunter der Arbeitsspeicher. Drüber das Mainboard. Schönes Z-Mainboard. Schade, dass es keine K-CPU ist, aber naja, man kann nicht alles haben und für den Preis ist es okay. Grafikkarte scheint dann erstmal auch zu funktionieren, weil bei Nvidia-Karten ist es meistens so, ich betone meistens, nicht immer, dass wenn die kaputt sind, dass die gar kein Bild mehr machen. Wir können hier mal auf OC drauf gehen. Das BIOS hat auch schon Maus-Support. Finde ich schön,
OC Explore Mode, erweiterte DRAM Configuration. Und dann suche ich hier sowas wie XMP, Advanced Timing Control. Das ist es, glaube ich, nicht. Nein, das ist was anderes hier. DRAM Frequenz, genau. Ja, kann man hier einstellen. Muss ich mal auf den RAM gucken, was der eigentlich kann. Das mache ich doch mal gerade. Tatsächlich passt das mit den 2133 MHz, wie ich schon vermutet hatte. Aber ich baue die jetzt mal in der richtigen Reihenfolge ein. Slot 2, Slot 4, da kommen die nämlich rein. Und ich sehe, wir haben hier eine M2 SSD, also einen Platz für eine M2 SSD. Da kann man eine schöne 250 GB M2 reinklatschen und dann wird der PC auch wieder richtig schnell. Aber das machen wir wahrscheinlich in einem zukünftigen Video, wenn ich das überhaupt zeige. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr was zu dieser Hardware sehen wollt. Heute füllen wir erstmal dieses Gehäuse mit anderer Hardware und dann sehen wir mal weiter. Ich würde sagen, jetzt benchmarken wir diesen PC erstmal und schauen, was der so drückt. Das CD-Laufwerk ist auch ein bisschen am Reven. Hört euch mal an, was passiert, wenn ich das zumache. Mein Windows bootet hier schon mal von der Test-SSD. Ich werde es irgendwann auch mal neu installieren müssen, weil die Windows-Installation, die ist, glaube ich, nicht mehr ganz so gesund. Aber mal schauen, ob es heute klappt. Ich würde ganz gerne von Cinebench R15, hat man ja immer links diese Liste mit den ganzen CPUs, die man schon getestet hat und auch mit den Grafikkarten. Ich würde gerne diese Liste exportieren. Gibt es da irgendeine Funktion für oder wird die irgendwo in den Programmdateien, wird die da irgendwo gelagert quasi? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil dann kann ich die auch guten Gewissens neu installieren, ohne meine ganzen Werte dazu verlieren. Okay, meine Frage hat sich erübrigt. Ich habe die ganzen Testergebnisse selber gefunden. Die Frage ist, kann man sich das jetzt rauskopieren? Und wenn man es neu installiert, einfach wieder reinkopieren und da hat man es drin? Weil das ist halt schon eine ganz coole Liste. Das geht hier vor fast 2 Jahren geht das los und das würde ich halt ungern alles verlieren hier, diese Testergebnisse. Also zuerst, ich habe hier schon mal eine 5600 getestet. So weit runter. Da, 572 Punkte. War auf einem wesentlich schlechteren Mainboard. Ich bin mal gespannt, was er jetzt schafft. Wenn er weniger schafft, würde ich sagen, liegt es an der Windows-Installation hier. Da muss ich die wirklich mal neu machen. Ich würde fast sagen, meine Test-SSD ist kaputt. Juhu, ich mache sie gerade mal neu. Ich habe jetzt gerade mal meine Test-SSD neu installiert. Hat doch nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Ich habe jetzt die Skalierung mal ein bisschen hochgedreht. Vielleicht können wir die auch noch höher drehen. Aber ich habe jetzt Cinebench R23 mit dazu genommen. Das mit Cinebench R15 hat soweit geklappt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hiermit an und schauen, ob das unsere Probleme behoben hat. Weil auf der alten Installation waren so viele Treiberleichen drauf. Ich glaube, die haben jetzt auch nicht wirklich geholfen, um die Ergebnisse da zu verbessern. Ich würde mal sagen, dem PC geht's nicht so gut. Da resettet man einmal das BIOS und dann sowas. So, es ist jetzt wieder etwas Zeit vergangen. Ich hatte versucht, hier die BIOS-Einstellung mit der Batterie zurückzusetzen. Danach ist der PC mit dem Netzteil, was hier verbaut ist, geht der immer nur ganz schnell an, aus, an, aus, an, aus. Mit diesem Netzteil hier läuft er zwar, aber es kommt doch kein Bild mehr. Die 56600 hat eine integrierte Grafikeinheit. Das heißt, eigentlich müsste er ein Bild machen, was er aber nicht tut. Und ich werde jetzt einfach mal den kompletten PC zerlegen, weil mir das ein bisschen komisch vorkommt. So, ich habe das Mainboard mal gerade gereinigt. Einmal Prozessor, Arbeitsspeicher rausgenommen, da ein bisschen durchgepustet, bisschen sauber gemacht. Jetzt hier direkt einen neuen, etwas besseren Kühler mit frischer Wärmeleitpaste drauf. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, ob das Board funktioniert. Ich werde es hier einfach mal mit dem Schraubendreher kurz schließen, dass es angeht. So, da startet es auch schon. Lautsprecher habe ich dran. Eben hat das auch irgendwie keinen Mucks mehr gemacht. Wäre schon schön, wenn es wieder funktionieren würde. Wenn das jetzt nichts gebracht hat, muss ich einfach mal etwas recherchieren, was das Problem denn sein könnte, weil es kann ja einfach nicht angehen, dass das nur vom Zurücksetzen der BIOS-Einstellung durch die Batterie kaputt geht, weil das muss es ja abkönnen. Also, ich recherchiere, glaube ich, mal etwas. So, da hat sich wieder jemand zum Dienst gemeldet. Hier neben der BIOS-Batterie sind 2 Jumper-Pins und die
muss man halt mit so einem Jumper einmal kurz schließen, wenn der Strom drauf ist, damit sich die BIOS-Einstellungen zurücksetzen. Krass, ich habe das einen Tag lang ohne Batterie liegen lassen und da war noch so viel Restspannung in den Kondensatoren, dass das behalten wurde. Ist auch ein guter Tipp für die Zukunft und auch für euch. Immer nach einem Jumper suchen. Hier heißt der zum Beispiel JBUD oder Clear CMOS oder Clear RTC. So kann der heißen. Und so kann man dann das BIOS endgültig resetten. Und ich würde mal sagen, ich stelle hier gerade noch die Uhrzeit ein und dann versuchen wir es nochmal neu mit den Benchmarks hier. Grafikkarte kommt natürlich vorher rein. Dann würde ich sagen, passt das doch. Jetzt mit dem neuen Kühler, wo der auch richtig montiert ist, sieht das schon etwas besser aus. In Cinebench R15 haben wir 513 Punkte. Das ist schon etwas besser als die 200, die wir vorher hatten. Und dann 96,54 FPS für die GTX 960 bei OpenGL ist auch in Ordnung. Und bei Cinebench R23 die Multicore-Leistung 3024 Punkte. Das ist gar nicht mal so weit unter dieser i7 Laptop-CPU hier, 11. Gen, also... Ich denke, der i5 kann sich dann doch noch blicken lassen. Und bei 3D Mark Firestrike haben wir 6450 Punkte, 7756 Grafikpunkte und 7697 Physikpunkte. Und bei Unity in Heaven haben wir 79,9 FPS und ein Score von 2013 Punkten. Jetzt würde ich sagen, geht's erstmal dem Gehäuse an den Kragen. Die Hardware kommt erstmal vom Tisch runter. Und dann bauen wir einen eher günstigen Einsteiger- oder Übergangs-Gaming-PC in das Shakun-Gehäuse ein. Das mache ich dann sauber und dann ölen wir die Lüfter noch etwas. Das zeige ich euch dann alles. So, das Gehäuse habe ich sauber gemacht mit den Seitenteilen. Das sieht echt wieder aus wie neu. Hier noch die Passata-Kabel, das CD-Laufwerk und die Front, alles wieder sauber. Jetzt geht es hier an die Lüfter. Da habe ich hinten einfach nur die Aufkleber abgezogen und diese Gummikappen rausgemacht. Dann sieht man jetzt hier, ist da so ein kleiner Ring drin und den Ring kann man... theoretisch auch abmachen und dann kann man das Lüfterblatt rausnehmen. Das brauche ich hier aber nicht, weil ich den halt nur ölen will. Dafür nimmt man am besten Silikonöl, weil WD-40 geht auch, aber das kann rein theoretisch anfangen zu brennen. Also wird zumindest in der Firma so gehandhabt und ich denke mal, wenn man das bei Gewerbekunden mit Silikon machen kann, kann man das bei sich zu Hause auch bedenkenfrei machen. Dann halte ich hier einfach ein bisschen rein und sprühe einfach ein bisschen Silikonöl rein. So, das fließt dann schön da durch. Dann machen wir hier nochmal dasselbe. So, ist natürlich am besten, wenn man da so einen kleinen Rüssel für hat, nenne ich es mal, damit man da gut reinkommt, damit man nicht über den ganzen Lüfter sprüht. Und dann dreht man die Lüfter noch ein bisschen, um das Ganze zu verteilen, damit das nämlich quasi schön verteilt wird. Und dann sollte das Problem auch schon behoben sein, beziehungsweise die Lüfter drehen sich besser. Und weil sie einen Lagerschaden haben, beziehungsweise schon leicht am Rattern sind, ist das mit etwas Glück dann auch behoben. Das schauen wir uns gleich am besten mal an. Und hier ist nun der fast fertige PC. So sieht das gute Stück aus. Ein Bild macht er jetzt noch nicht, weil hier fehlt noch der CPU-Strom. Der ist zu kurz. Da muss ich mir nochmal eine Verlängerung für kaufen. Aber sonst passt das. Wird irgendwie 5 dritte Gen drunter sein, 8 GB RAM, GTX 660 mit 2 GB, FSP 350, 120 GB Crucial SSD, 500 GB WD Blue und dann passt das doch auch schon. CD-Laufwerk haben wir auch. So, machen wir ihn nochmal an. CD-Laufwerk haben wir auch. Mal schauen, ob da noch was drin ist. Nö, ist leer. Hier vorne haben wir dann den grünen Lüfter und hier haben wir die grüne Beleuchtung noch. So eine Power-LED ist das. Tatsächlich hat das mit dem Silikonspray geholfen. Der Lüfter hier macht keine Geräusche mehr. Schaut euch auch mal an, wie lange der sich dreht, wenn er ausgeht. Und hier hinten den Lüfter haben wir auch noch. Dass der sich jetzt so oft neu startet, liegt daran, dass er wie gesagt keinen CPU-Strom hat. Aber da kümmere ich mich in der Zukunft noch drum. Dann hoffe ich doch mal ganz stark, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auch ganz bald im nächsten Video. Bis dahin, ciao.